hat verschiedene Gründe gegeben, warum wir uns überlegt haben, dieses ATZ zu gründen. Ein Grund war, dass es ja zur damaligen Zeit noch immer Kritik gegeben hat an psychiatrischen Anstalten und dass es aus dieser Kritik heraus ja Bestrebungen gegeben hat, die psychiatrischen Anstalten zu öffnen, Menschen mit psychischen Erkrankungen herauszuholen aus der stationären Psychiatrie. Wenn sie heraus waren, dann war es nicht ausreichend, dass sie nur unter Anführungszeichen Wohnmöglichkeiten hatten, sondern man hat sich natürlich auch überlegt, gibt es nicht auch Arbeit und Beschäftigungsmöglichkeiten. Gerade für mich als Arzt war es ein großer Erkenntnisgewinn. Die Erfahrung ist, dass Arbeit ein ganz wesentlicher Anteil im Prozess der Behandlung und der Rehabilitation von Menschen mit psychischen Erkrankungen ist. Da muss man zurückdenken, viele Jahrzehnte, wo jemand die Idee gehabt hat, solche Einrichtungen zu gründen, also eine richtige Pionierleistung. Die Krankheitsbilder bei den Berufsunfähigkeitspensionen haben sich total gewandelt. Zuerst waren vermehrt Herzerkrankungen, Stützbewegungsapparat, jetzt sind wir viel mehr im psychiatrischen Bereich. Es gibt in allen Beschäftigungsfeldern viele Parallelen. Das heißt, was ich an Pünktlichkeit, an Genauigkeit, an Kreativität zum Beispiel in der Weberei brauche, brauche ich auch in anderen handwerklichen Berufen oder durchaus auch kaufmännischen. Wir versuchen unsere Betriebe möglichst nahe an der Realität zu führen und dazu gehört auch, dass man den Menschen halt möglichst mit Normalität im besten Sinn des Wortes begegnet. Das ist so, unser Credo hat sich in 35 Jahren herauskristallisiert und sollte auch in die Zukunft mitgenommen werden. Es war schon mal wichtig, dass wir die Einrichtungen nicht Einrichtungen bezeichnet haben, weil wir eben auch aus dieser Psychiatriebewegung heraus und aus der Öffnung der Psychiatrie heraus es uns wichtig war, dass das Normalisierungsprinzip auch zur Anwendung kommt. Das Geschäftsfeld Promente Arbeit bietet eine Vielzahl von Leistungen für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen an. Arbeitstraining ist dabei ein wichtiger Baustein, weil man das nicht ganz isoliert sehen kann, sondern es ist aufbauend auf andere Leistungen und darin spielt es natürlich eine wichtige Rolle. Thank you.
Zahl der Personen, die psychische Schwierigkeiten haben und dadurch auch ausfallen, sei es jetzt durch Depressionen, sei es durch Burnout-Erkrankungen, die wird nicht gering, im Gegenteil größer. Viele Leute möchten in der Metallbranche arbeiten. Der Grund, warum wir mit Promente zusammenarbeiten, ist eigentlich die soziale Verantwortung, die wir auch als Betrieb oder als Eigentümer übernehmen wollen. Die KMB muss sich um die Trainingsmitarbeiter nicht kümmern. Sie haben Trainer, die die Arbeit von uns entgegennehmen. Wir möchten natürlich hier sehr viel Geld investieren, weil wir wissen, dass es auch amortisiert. Und hier muss man ansetzen. Es gibt noch viel zu wenige Einrichtungen, viel zu wenige Maßnahmen. Wir sind bereit, die zu finanzieren. Wir brauchen die Partner dazu und da ist Promente ein ganz wichtiger. Es gibt das primäre Interesse, dass Menschen im ersten Arbeitsmarkt unterkommen sollen. Das fördern und unterstützen wir natürlich auch, aber die Erfahrung ist, dass das nie hundertprozentig funktionieren wird und dass es eine Vielfalt von Unterstützungen geben muss für schwerer Beeinträchtigte.